Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Part 7575. Ja, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute wieder auf der richtig wunderschönen Gräber, oder wunderschön. Das ist eine ältere Map, aber ihr wisst es ja, ich habe hier mein Projekt noch. Ich möchte es nicht ganz wegschmeißen. Es gibt zwar wunderschöne andere Maps von dem her, aber ich habe es angefangen und ich möchte es noch ein bisschen durchziehen. Genau. Ja, letztes Mal haben wir ja das eigene Feld gemacht gehabt, aber das hier ist noch nicht fertig. Wir haben ja das Feld jetzt letztes Mal schon abgebaut von dem her. Und mein 13 ist leider noch nicht ganz fertig. Aber jetzt habe ich eine Mission. Ich glaube, ich habe dafür das verkehrte Leitwerk dran. Das macht aber nichts. Klappe ich jetzt das Schneidwerk hier zusammen. Lass es am Feldrand liegen, weil das schaut aus wie Sonnenblumen. Habe ich jetzt gar nicht geschaut, was es ist. Genau, weil dann kann nämlich der Drescher in der Zwischenzeit wieder Geld verdienen. Ich lasse das Schneidwerk jetzt hier liegen. Boah, nicht reinfahren. Genau. Hol schnell das irgendwie schauen wir stellen 11. Ja, in Sonnenblumen. Ich habe ein paar Erntemissionen und Düngemissionen angenommen. Und deswegen holen wir jetzt schnell wie soll ich sagen, nachdem wir nicht wieder angefahren sind, das Korngebiss. Was ist jetzt los? Ich passe doch da normalerweise durch. Ja, ich mach's extra für. Okay. Kein Thema. Wenn das Rohr noch ausgefahren ist, ich fahr mal gleich zur Reparatur. Ich lasse ihn gleich mal warten. Wird zwar teuer, aber naja. Reparieren. Ja, geht ja doch 96 Euro fürs Ausbiegen. Hat er hinkauen. Aber ich glaube, ich fahre jetzt trotzdem mit außen. Da holen wir nämlich, wie gesagt, das Gebiss. Der einzige Vorteil ist halt mit Schneidwerkswagen, man kann das Gebiss da vorne dran tun und den Schneidwerkswagen hinten dran tun vom Dingsgebiss. Aber naja. Oh, jetzt kann ich einlegen. So, da fahren wir jetzt auf Feld 11. Machen ein. Links wieder nach den anderen. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt langsam hier zum Lohnunternehmen. Aber da wir ja Geld brauchen, muss es wohl so sein. Genau, wir brauchen ja Kohle, Kohle, Kohle. Deswegen müssen wir das machen hier. Aber es wäre ja auch schade, wenn die ganzen Maschinen, die wir haben, hier stehen würden. Also von dem her wäre es wirklich schade. Dann haben wir... Wir haben Feld 11 jetzt, haben wir gesagt. Genau. Aktivieren. Dann stellen wir den Fahrer an. Dann kann der fahren. Gut, ich muss heute Ball machen. Deswegen werde ich hier den Deutz. Was haben wir denn für Düngemissionen angenommen? Düngen ist Feld 16 und Feld 18. Feld 16 und Feld 18. Da ist eh gleich in der Nähe. Das passt ja perfekt, da fahren wir gleich auf Feld 18. Da kommt noch einer, glaube ich, ja, ja.
Und dann könnt ihr nämlich auch hier schon mal ein bisschen Geld machen hier, da du jetzt auch gleich mit. Denn auch schon seit den 3 Stunden drauf, das ist ja schon wieder Wahnsinn. Und ich kann Ballen presse. Bald fällt 18, ist eh gleich hier. Aber ich werde nicht viel dazukommen, habe ich das Gefühl. Weil die eh ziemlich schnell fertig sein werden. Generierung. Feld 18. Was wollen wir generieren? Ja, der ist eh gleich fertig, wenn man das so sieht. Kopfhörer einstellen. Und gucken wir mal, dass er das macht. Ich springe in den MB-Drag. Weil mit dem werde ich Ballen machen. Und dann jo. Na, vorwärts sollte man schon fahren, wenn man rückwärts möchte, gell? Was ist jetzt? Ich habe angehängt, deswegen. Ja, ja, okay, ich hab verkehrt gehängt. Na, ja, dann lassen wir das mal, nehmen wir das mal mit. Ja, wie kriegen wir das jetzt wieder raus? Das ist natürlich jetzt wieder beschitten. Wenn wir das jetzt mal zurücksetzen. Oder bin ich. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich so rausheben. Nee. Dann wenn wir das jetzt mal hier zurücksetzen. Hoffe ich erwische es. Wieder. Den ja, jetzt wollte den B-Drag zurück. Ja, das ist jetzt A-Scheibe. Kann ich so groß machen. Ja, setzt man den B-Drag zurück. Okay. Dann setzt man das Gewicht zurück. Passt. Ich hätte jetzt auch hochheben können. Ja, ich weiß. Ich bin sehr starker Bauer. Aber naja. Wollt ihr jetzt auch nicht, Gott. Ah, wird eh hier gesetzt, dann passt es ja eh. Ja, was ich mal machen könnte, ist hier auch die Wartung bei dem MB-Drag. Mache ich jetzt gleich mal. Ich jetzt eh schon hier bin. Und tanken kann ich auch gleich. Dann tankt man jetzt mal auf. Und machen gleich mal die Wartung bei beiden. Reparieren, ja, muss sein. Und das reparieren wir auch mal, weil irgendwann müssen die Fahrzeuge auch gewartet werden. Habe ich hier auch, genau. Zumindest mal die Schmierdeplot ist alles abgeschmiert. Genau. Waschen tue ich jetzt nicht. Genau, jetzt holen wir uns die Ballenpresse. Die steht hier drin. Und dann machen wir uns von unserem eigenen Feld die Ballen. Hi, Upi. Bin wieder viel unterwegs. Oh, da ist noch ein Gasballen drin. Ja gut, würde ich jetzt auch nichts machen. Aufklappen. Dann nehmen wir uns auch diesen hier mit.
Da liegt auch noch was auf. Das ist es, weil er da noch was ausgespuckt hatte. Ja, durchdrehende Reifen. Das ist auch der durchdrehende Reifen. Da schauen wir mal zum Kleinen hin. Was hast du denn gemacht? Hallo? Ja, da muss ich jetzt rausheben, weil sonst ist alles weg. Kann man euch nicht alleine lassen, oder wie? Die Nachhilfe, im Kran wird das ja auch nicht anders sein. Wo bist du denn gefahren? Ganz woanders, Feld 18 ist ja da hinten. Ach, kann man die nicht alleine lassen, oder wie? Wie weit bist du denn jetzt eigentlich? Wie weit bist du jetzt mit Feld 18? Du hast doch gar nicht angefangen. Na super, ja, dann muss man die scheinbar so machen. Machen wir mal Feld 18 jetzt selbst. Die Ausbringmenge war nicht eingebracht, deswegen Ausbringmenge erhöhen ist A. Wenn du keine Ausbringmenge hast, dann ist das natürlich klar. Ja, ich habe den Mod mit reingenommen. Ich habe festgestellt, beim Kalk und so weiter, diesen einstellbare, wo man die Menge einstellt, ganz anders von dem her. Es ist so ein Wahnsinn. Man verbraucht viel weniger Kalk und viel weniger Dünger und ist, wie soll ich sagen, brutal. Ja, wieder rückwärts. Das soll ja vorwärts fahren. Schauen wir mal, was jetzt macht. Ja, jetzt schaut schon anders aus. Die Mission wird auch mit angenommen. Also hat er die Mission zwar gemacht gehabt, aber wenn ich keine Ausfüllmenge einstelle, ist das natürlich klar. Ja. So, dann machen wir hier weiter. Zack, anschalten. Ausgeklappt werden. Ich hab's wieder eingeklappt. Gut, dann machen wir Ballen. Ja gut, der Gasballen, das tut auch ganz gut. Und passt es. Genau. Dann gucken wir mal weiter. Das Feld da drin wird auch langsam fertig. Das ist auch, das ist jetzt natürlich blöd hier gefahren vom Helfer, aber dann kann ich jetzt auch nichts machen. Muss versuchen, alles mitzunehmen. Heu, habt ihr ja gesehen, brauchen wir, Heu sage ich, Stroh brauchen wir für alles. Für die Hühner, für die Schweine und für die Kühe später. Genau, fahren wir erstmal hier. Da draußen hat er auch noch was liegen lassen, jawohl, also das war jetzt nicht so gut gewesen von dem.
Ja, dann nehmen wir mal das da draußen mit hier, wenn es geht. Schauen wir mal da aussehen. Oh, nehmen wir das so gleich mit, wenn ich schon so blöd dastehe. Wie hebt die Dings so immer hoch? Das ist so komisch. Mir nie aufgefallen, dass die Presse so hoch geht. Machen wir mal so. Ja, die ist ein bisschen unkörperter im B-Drag für sowas. Ich mach's immer wieder damit. Genau. Irgendwie hebt's den immer so hoch da. Aha. Auf das habe ich gewartet. Er wird wieder in sein... Crossbay. Wo fährt denn der? Der sollte ja da gar nicht fahren. Der fährt ja ganz woanders. Wie viel hat er denn? 88% erst. Er ist einmal praktisch rundherum und fertig. Dann machen wir das jetzt schnell selber fertig. Genau, weil sonst passiert es wieder. Ach ja. Ja, wie gesagt, mit diesem Feld 18 abgeschlossen, fahre ich doch durch. Also schaut's ableder aus. Ja. Und mit diesem Mod hier kann man die Ware Menge einstellen, wie viel man ausschmeißen will. Und man verbraucht vor allem weniger Kalk. Dünger ist ja auch schon gewesen, aber verbraucht viel, viel weniger Kalk. Das ist schon Wahnsinn. Gut, dann haben wir Feld 18 abgeschlossen. Dann kriegen wir 1400 Euro dafür. Wieder etwas. Dann machen wir gleich Feld 16. Feld 16 war da rüben. Warte mal, ist da 20 oder sowas auch dabei? Feld 19, das ist ja gleich nebenan. Machen wir gleich auf Feld 19. Lassen wir gleich Feld 19 düngen. Ich hoffe, dass er besser macht. Weil dann kann ich nämlich mit den Ballen weitermachen. Ja. Kurs generieren. Feld 19. Genau. Ich hoffe, dass er es diesmal besser macht hier. Abfahrer einstellen. Genau. Ich springe wieder in den B-Drag. Werde hier das noch mit aufnehmen. Werde hier weiter die Ballenpresse, dass wir Strom bekommen. Es werden, ja, ich schätze ein paar Ballen werden, aber nicht so viele. Aber bei drüben haben wir auch noch ein Feld, da wo wir praktisch, wie soll ich sagen, ja, auch noch Strom bekommen. Oh, der MB-Drag ist zwar geil, aber er ist nicht wendig, nicht so wendig wie andere Schlepper. Naja, alles schlecht. Oh
warte, warte. Ja, der. Der ist auch fleißig, der Drescher. Also jetzt können wir wieder ein bisschen Geld verdienen, habe ich das Gefühl. So muss es sein. So muss es sein, dass jetzt der Rubel mal wieder rollt. Aber schlecht sind wir nicht aufgestellt, auch von den Maschinen her, finde ich. Aber es ist halt, man könnte immer mehr haben, man könnte immer bessere Sachen haben, aber ihr wisst es selbst. Man muss halt dann immer schauen. Alexa muss entladen werden. Ja, wenn man natürlich jetzt mehrere Helfer und das im Einklang hat, ist er hier fast Manager. Genau, und kommt natürlich nicht zu der Arbeit, was man selber macht. Dann, der ist nicht weit weg, da laufen wir schon rüber. Sofern, dass wir den dann abladen können. Genau. Können wir da rüberfahren schnell? Über meine eigenen Felder kann ich ja fahren, wie ich will. Dann somit passt das. Wo steht er? Ah, da hinten steht er. Bin mal gespannt, wie weit er schon ist. Wow. Der hat das Feld geschafft. Mit einmal. Ist ja geil. Kann der gleich zum nächsten weiterfahren. Das ist ja genau. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich mal das Weißgebiss dran habe. Welches Feld das wird der Lied das nächste fehlen wäre. Das ist alles halt dünger, 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 gell? Ernte. Ach, das ist doch. Feld 10, dünger. Da ist Mais drauf. Auf Feld 10 ist Mais drauf. Weizen. Fährt er auf Feld 10 weiter. Feld 10 ist gleich nebenan. Gut, dann fahren wir den gleich auf Feld 10. Feld 10 ist gleich neben da einfahren. Hallo, hallo, hallo. Muss erst noch entlassen, gell? War dann da fertig. Feld 11 war's. Feld 11 muss ich wegbringen. Perfekt. Aber auf Feld 10. Jetzt seht ihr es gleich hier, haha. Gleich nebenan. Das ist ja perfekt. Weißgebiss habe ich auch dran. Besser könnte es nicht laufen, oder? Bisschen der Rubel rollt wieder. Ja, ich habe ein bisschen verkehrt angefangen. Ich hätte vielleicht mit Holz oder sowas anfangen sollen. Aber ich habe gedacht, das geht so. Naja, man lernt aus seinen Fehlern. Dann machen wir mal wieder hier Kurs generieren. Ich bin auf Feld 10. Genau. Und auf Feld 19 abgeschlossen. Ich gehe dann abfahren. Ja, perfekt, der ist da. Dann gehen wir auf den kleinen. Entlassen den. Hier. Entlassen. Dann haben wir hier Feld 19. Wo ist 19? Feld 19 ist abgeschlossen. Abschließen, dass er wieder Geld kriegt. Feld 16.
Vor Feld 20 vielleicht auch. Da, Feld 20 ist dabei. Fahren wir gleich auf Feld 20. Also besser kann es ja nicht laufen, oder? Besser kann es doch nicht laufen, Jungs und Mädels. So, dann muss ich jetzt hier wieder generieren. Feld 20. Jawohl. Kopfhörer einstellen. Ich springe hier rein. Frage. Muss ich denn das hinbringen vom Feld? Feld, was haben wir denn gemacht für ein Feld? Ich war auf Feld 11. Feld 11 ernten. Ich muss zum Agri-LB. Agri-LB ist da hinten. Glaube ich. Ah, oh, der ist wieder ganz am anderen Ende von der Map. Oh je. Ja, das ist, man ist immer unterwegs. Es ist schon heftig. Also vor allem, wenn man so macht, wie ich das auch mit Cursplay und das spielt. Also von dem her. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Man hat Action und hat immer was zu tun. Das ist das Geile hier, dass man immer was zu tun hat. Und ich glaube, ich halte mich eh ziemlich gut. Also von dem her. Ich habe zwar kaum Geld oben auf nur mit 26.000. Aber ich glaube, das passt sonst. Das passt von dem her und ich halte mich eh ganz gut im Moment. Könnte besser sein, wie gesagt, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, dass ich mit Holz angefangen habe, eventuell. Ich habe gemeint, es geht so, dass man mal mit Lohn und das macht, aber dafür bin ich eigentlich eh mit drei Schleppern, einem schönen Drescher und eigentlich einem kleinen Fuhrpark von zwei Hängern, Sämaschine und so weiter, bin ich eh gut dabei. Also von dem her kann ich mich nicht beschweren. Ich habe eh schon den Schlepper dazu gekauft, den kleinen, weil ich habe ja bloß mit zwei angefangen. Also von dem her, dann schon wieder durchdrehende Räder. Jetzt kippe ich hier die Sonnenblumen ab. Guck ich mal schnell zu dem hin. Hier muss ich halt so springen, weil sonst geht das nicht anders. Das gibt's ja nicht. Gut. Ah, was ist jetzt hier? Er ist schon wieder im Wasser drin. Naja. Er liebt das Wasser, hä? Muss ich jetzt so mal zurücksetzen, will ich jetzt alle, weil sonst der Dünger weg ist. Dann mache ich jetzt das Feld auch noch schnell fertig. Machen wir das weg hier. Nehmen wir das halt heute düngen und Stroh. Aber die Düngemissionen sind scheinbar nicht ganz für den Helfer gemacht, wenn ich es so sehe. Genau, aber von dem her passt. Aber die Düngemissionen sind eh schon, wenn du so nimmst, schnell gemacht. Und man kriegt ein bisschen Geld dafür. Mit 20 ist abgeschlossen. Jetzt fahren wir noch einmal drüber. Dass das kleine Fitzelchen auch ist. Normal habe ich es früher nicht gemacht, aber naja. Ja gut, wir sind jetzt eh schon fast wieder am Ende. Na, dann schließen wir hier. Was haben wir als nächstes? Feld 20 schließen wir ab.
Oder Feld 20 bis Feld 20 abschließen. Feld 16 düngen. Feld 16 ist es. Aber wird die Karte. Feld 16 ist da hinten. Aber Feld 17 haben wir auch noch dabei. Fahren wir da hinten noch kurz. Genau. Ja, mit diesen Bildern, wo ich jetzt zu Feld 17 und 16 fahre, sage ich euch wieder ein recht herzliches Danke, dass ihr diese knappe halbe Stunde bei mir wieder über die Finger geschaut habt. Einen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt. Ja, und wir sehen uns dann. Daumen oben, Daumen unten ist der ja. Wenn ihr Daumen unten, warum und wieso. Wenn ihr wollt, auch Daumen oben noch, wieso. Und Abos werden echt lieb von euch. Genau, würde ich mich recht freuen. Und ja, ich sage ein recht herzliches Tschö bei meinen nächsten Projekten. Euer Part 75. Tschö.